Oh ja, ne? Ah, für ein Mainboard. Okay, da ist Wi-Fi mit drin. Ah, die haben schon ordentliche Preise, ne? Ist halt die Frage, ist das qualitativ. Wie gut das qualitativ ist, ne? Ich würde gerne. Okay, wir sind. Es ist okay. Nein! Ah, weg. Okay, wir haben flüssige Chemikalie und drei Kraut. Weißt du was? Wir haben noch dreimal das hier. Videokassette von Mia. Die haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen, ne? Sound ist zu 80% in der Hand von Hamann. Sind das die, die auch die. Also, ich kenne nur Hamann Kardon. Also, Hamann. Der Daddy war weg, ne? Oma ist weg. Die sind wie Bang and auf Olufsen. Ah, okay. Ich glaube, hier hatte ich alles abgesucht, ne? Ja, hier hatte ich alles abgesucht. Ja, und wie wir sehen, Daddy ist weg und der Cop ist auch weg. Oder, nein, Entschuldigung, Deputy. Braucht noch jemand Reifen? Ah, okay. Oma ist gewandert. Ja, Oma ist weg. Oma ist, glaube ich, hier schon lange nicht mehr drin. Ich gucke gerade mal, ob ich irgendwas übersehen habe. Schon wieder scheiße dunkel. Und dadurch, dass es hier in meinem Zimmer aber so hell ist. Das kennen wir aber alles schon. Ah, okay. Hier hatten wir den einen Hundekopf, glaube ich. Die ist offen. Oh, ich bin gerade so froh, dass ich beschlossen habe, es nicht mehr in VR zu spielen. Ich will noch einmal unten lang gehen, nicht das. Obwohl, ich glaube, unten ist nichts mehr. Nee, da gucken wir nicht nochmal rein. Bilder hatten wir uns, glaube ich, alle angeguckt. Noch was? Ah, okay, wir hatten die Karte. Also, da hinten, da ist die Tür zu. Das ist die mit den Hundeköpfen. Das ist eine Mega-Brand wie Nestle. Da brauchen wir einen Skorpionschlüssel. Der Waschraum ist unser Safe-Punkt. Das ist der Freizeitraum. Da brauchen wir einen Schlangenschlüssel, Skorpionschlüssel. Ah, guck mal, es fehlt nur noch ein Hundekopf. Okay, wir haben das Video. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Haben wir das schon gelesen?
Ich glaube nicht. In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Captain Howell von der Staatspolizei erklärt gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Midkiff eingeleitet wurde. Eine College-Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste, vermisst Midkiff, fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten 2 Jahren in Louisiana drastisch zugenommen. Dramatisch, Entschuldigung. 70% des Markts, krass. Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und nicht Sesshafte. Man geht von bis dato mindestens 20 Personen aus, die unauffindbar sind. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant, mehr Befragungen von Anwohnern durchzuführen sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken. Alyssa Ashcroft, 19. Januar 2016. Achso, hier haben wir ja das Achievement gemacht. So, an die kommen wir noch nicht ran. Da ist Oma. Da ist der Schlangenraum, wo wir noch nicht hinkommen. Hi. Ich kann sie nicht angreifen. Ich weiß, ich komme da nicht rein, aber jetzt haben wir das nämlich auch markiert als Schlangenraum. Ist der Skorpionraum. Okay, nee, das hatten wir schon gelesen. Das war die Sache mit dem Wetterbericht, ne? Wir haben keinen Dietrich. Die ist schlecht. Genau, und hier ist ja Mutti letzte Mal lang gelaufen, ne? Da ist das letzte Mal Mutti lang gelaufen. Gut, ich würde mal sagen, wir gucken uns das Video an, ne? Mia, Ethan, please watch this. Mia Winters, Old House. Do not copy. Juli, 19. Juli 2017. Wenn du sie findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Da bist du ja! Du hast uns einen Schreck eingejagt. Hi, Mami. Ich darf mich wieder erwischen lassen. Ja, da geht's nicht weiter. Also wir spielen jetzt wieder Mia auf dieser Videokassette. Ich mag keine Kinder. Warum bist du jetzt dunkel geworden? Hör doch mal auf.
Ich muss mich verstecken. Unterwegs in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Strom ist alle. Nee, das waren Kerzen. Kerzen sind einfach ausgegangen. Ich habe keine Ahnung, ob das hier richtig ist. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit den Tieten anstellen willst? Ich habe mal den Ton ein bisschen lauter gemacht. Geh doch weg. Nein, nein, komm nicht hierher. Ja, red doch noch lauter. Sie geht wieder rein. Nee, sie steht da hinten. Das würde mich im VR gerade so fertig machen. So? Hallo?
Spinnenalarm, ja, so ein bisschen, aber. Das passt doch nicht. Sie will nicht passen, nein, irgendwie nicht so. Ah, ich muss bestätigen, ich dusse. Die geht nicht automatisch da rein. Die geht nicht automatisch daran, ich musste bestätigen. Drei Stunden später. Super. Ich habe gedacht, das wird so automatisch reingepasst und dann öffnet sich das halt. Aber ich muss das bestätigen. Ich frage mich gerade, wo sie ihre Kamera hat. Hat sie jetzt so eine Stirnkamera? Okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du, du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen. Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Nimm uns an. Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du passt verdammt noch mal nicht auf. Denkst du, die kleine Evi wird sich deine Scheiße ewig gefallen lassen? Ich bin es leid, deine Spielchen zu spielen. Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Ja. Kommt jetzt wieder hierher, ne? Fuck. Rennt die hier jetzt immer im Kreis? Was? Mach nicht schon wieder Licht aus, bitte. Wo denkst du, dass du hingehst? Die ist ja nett. Und das sind so Szenen, wo ich mir denke, no, ich spiele es nicht mehr in VR. Nein. Nein. Einfach nein. Jemand verstorben? Nee, aber wir waren unterm Boden und Mutti hat. Versteckspiel. Und Mutti hat uns gefunden. Spinnen gehopst? Nein. Gott sei Dank nicht. Boah, sind das ewig Ladezeiten. Gott sei Dank nicht. Ja, das Text-to-Speech funktioniert übrigens wieder. Ich habe es wieder angemacht. Ich hatte es vorhin vergessen.